nichts retuschiert, alles entspricht der Realität. Und was haben wir jetzt eigentlich vor, liebe Clara? Wir gehen jetzt zur ständigen Vertretung und werden dort mit dem Botschafter Berger sprechen, um dann auch nachher noch unsere Badges abzuholen, unseren Hausausweis. Das heißt, wir machen gleich geknipst. Spannend. Richtig. Wunderbar. Dann mal viele Grüße und ja, weitere erste Eindrücke von unserem New York-Aufenthalt. Ja. Bis ganz bald. Hallo Clara, was machst du da Feines? Ich gucke mir gerade das UN Daily Journal an. Das ist, wo man jeden Tag sehen kann, was für wichtige Meetings jetzt die nächsten Tage kommen. Und schau, ob heute noch irgendwas Spannendes für uns dabei ist. Ausgezeichnet. Und weißt, kannst du uns noch kurz noch sagen, wo wir uns hier gerade befinden? Wir sind gerade im 16. Stock des Deutschen Hauses. Nämlich die ständige Vertretung ist das für die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das ist richtig cool. Hier sind wir gerade bei der Generalversammlung in diesem großen Raum und es ist wirklich beeindruckend. Hier findet natürlich gerade nichts statt, aber es ist echt ein beeindruckender Raum. Und ansonsten möchte ich euch noch was erklären, und zwar haben wir hier zwei Ausweise, die Badges, die ganz wichtig sind für unsere Arbeit. Einmal seht ihr hier den Badge von der Ständigen Vertretung Deutschlands, mit dem kommen wir dort immer hinein und können dort arbeiten, der ist ganz wichtig. Den haben wir heute auch angefertigt. Und ansonsten haben wir noch den zweiten, den fast noch wichtigeren Ausweis, nämlich den Delegates-Ausweis, der besagt, dass wir eben Advisor sind und Teil der deutschen Delegation. Aber wie gesagt, ist unser Status da speziell, weil wir eben nicht für Deutschland sprechen, sondern eben für die in Deutschland lebenden Jugendlichen. Aber auch hier ganz wichtig, der erlaubt uns nämlich, bei den Verhandlungen dabei zu sein, bei den Informals dabei zu sein und unter anderem hier jetzt in diesen Örtlichkeiten zu sein. Und deswegen ist der auch sehr entscheidend. Und diese zwei zusammen machen uns quasi dann wirklich zu Delegierten und wir können dann wirklich agieren und Jugendpartizipation voranbringen.